Heute schreiben wir den 24. August und in einem Monat, da ist es wieder soweit. Da gehen nicht nur in München Frau und Mann auf die Wiesen, sondern auch hier in Wien, nämlich auf den Prater. Die Vorbereitungen für dieses Riesenevent laufen bereits auf Hochtouren und den Hit für das diesjährige Wiesenevent, das liefert ein Oldie und drei Newcomer, nämlich Gary Lux und die Spritgurm. Wenn die Großstädter die dörfliche Einserpanier anziehen und alkoholgeschwängert durchs Bierzelt und auf den Tischen tanzen, dann ist Wiesenzeit. Ja, endlich wieder zu Hause. Der Wiesensong 2016 wurde gestern Nachmittag im Haus von Gary Lux in Klosterneuburg aufgenommen. Die Spritwurm und der renommierte Produzent und Sänger arbeiten zum ersten Mal zusammen. Aber was macht denn einen Wiesenhit aus? Es soll sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell ins Ohr gehen. So ein gewisser Ohrwurm soll gleich einmal nach dem ersten Hören sich einstellen. Es muss eine Energie im Lied drinnen sein, die sich sofort auf den Zuschauer überträgt. Absolut. Und ich würde sogar sagen, auf den Zuhörer, auf den könnte sich's auch übertragen. Und es soll auf jeden Fall Spaß machen. 1, 2, 3! Die Spritwurm oder die drei von der Tankstelle, allerdings mit österreichischer Tracht und viel Schmäh, sind die Newcomer in der Volksmusikszene. Ihre Videos sind online ein Hit und ihre Musik geht einfach ins Ohr. Musikalisch haben sie aber ganz anders angefangen. Ja, wir haben unsere musikalische Grundausbildung bei den Wiener Sängerknaben genossen. Und ja, das ist einmal ein, glauben wir, ganz angenehmer oder ein feiner Grundstock, um musikalisch zu starten. Absolut. Ja, die Burschen sind ja auch Brüder, kann man dazu sagen, gell? Genau. Die beiden Herrschaften zu meiner Rechten, zu meiner Linken. Und ich kam dann eben genau in den Genuss, die beiden kennenzulernen bei den Wiener Sängerknaben, wo soweit bei uns alles musikalisch gestartet hat. Wirklich konträr zu dem, was wir heute machen, würde ich ja gar nicht unbedingt sagen, dass es ist, weil auch bei den Wiener Sängerknaben wir auch schon das österreichische Kulturgut sehr gepflegt haben. Natürlich vor Johann Strauß Zeiten, aber auch was Volksmusik angeht. Und ja, wir wollten da immer schon gerne eine resche Mischung daraus zaubern und Spritburen. Nach der Klassik machten die drei ehemaligen Sängerknaben auch musikalische Ausflüge in Richtung Punk und Rock, bevor sie bei den Spritburen landeten. Und auch Gary Lux ist von dem Talent der drei 25-Jährigen überzeugt. Jawohl! Ja. Wie ich den Song zum ersten Mal gehört habe, wir haben telefoniert, habe ich gesagt, schickt mir mal ein MP3, dann höre ich mir das an. Habe ich gewusst, dieses Lied hat ein Hitpotenzial. Was dann noch dazu kommt, ist, sie haben Stimmen, denen man zuhören möchte. Ja? Es gibt auch Stimmen, sage ich mal, die berühren die nicht, aber sie sind ausgebildet. Ja, aber jetzt nicht im Sinne von, dass das ausgebildet gleich eingebildet ist, sondern das ist ganz einfach wirklich, das sind Stimmen, da merkt man, die haben eine Substanz, das ist die S-Klasse. Ja? Das Projekt Die Spritwurm ist eigentlich aus Jux entstanden. Inzwischen haben die zwei Kärntner und der Niederösterreicher ein Album aufgenommen und stehen jetzt im Studio mit Legende Gary Lux. Wir haben den ganzen Tag die Lederhosen. Die drei Jungs tragen Lederhosen, klar. Und Gary Lux? Ich war vor 2 Jahren auf der Wiederwiesn und mein Bruder hat eine. Und da habe ich mir den dann ausgeborgt. Ja, weil ich trage es ja sonst eigentlich nicht. Ja. Und haben mir gedacht, naja, was tue ich jetzt, wenn ich mir Lederhosen kaufe? Aber ich habe mir es ausgeborgt. Und es war lustig. Man spürt sie anders. Ja. Und wenn man dann dort im Zelt steht und alle haben das an, das hat also irgendwie, da spürt man unsere Naturgewalt, unsere Roots hier in Österreich. Also das hat schon Kraft. Und was braucht man außer Kraft noch auf der Wiesn? Lederhosen, eine möglichst gute Stimmung und ein Durst.